Es ist so kalt, dass ich zittere. Hey Freunde und herzlich willkommen bei eurem Schulfer und herzlich willkommen zu Frostbite Deadly Climate. Und wir hatten ja vor einiger Zeit quasi schon mal die Demo zu dem Spiel gespielt, wo das alles irgendwie in so Pixelgrafik war und so. Jetzt wurde das Ding quasi nochmal überarbeitet, das Gameplay soll ganz anders sein und so weiter und sieht richtig nice aus. Und ich dachte, wir spielen das Ding jetzt einfach nochmal. Denn da es ja auch bei uns in Deutschland im Moment wettermäßig, ja, passend aussieht, ja, Neuschnee bis zum Abwinken bei uns heute, ich weiß es nicht, locker 10, 15, 20 Zentimeter Neuschnee gefallen, einfach so am Nachmittag, ich weiß nicht, was da abging. Jedenfalls bietet sich da so ein Spiel natürlich an. Vergesst ihr natürlich, wie immer nicht dem Video einen Daumen nach oben zu geben, Freunde, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir spielen jetzt Frostbite. Okay, Freunde, hier befinden wir uns jetzt. Und wer von euch das Original-Let's Play zu diesem Spiel bereits gesehen hat, weiß, dass das alles hier ganz, ganz anders aussieht, wie es das damals getan hat. Wir können jetzt hier auf so Audio zugreifen. Wir haben jetzt ID-Karten. Hier kann ich wieder so einen Heatdrink aufnehmen. Weil ihr seht schon, wir befinden uns hier irgendwo. Ich weiß gar nicht, wo wir uns befinden. In der Antarktis oder keine Ahnung wo. Jedenfalls geht hier klimamäßig richtig der Laden den Bach runter. Ist nämlich kalt. Aber schauen wir mal, was wir mit diesem Audio-Reel machen können. Okay, das kann ich aufheben. Die ID-Karte kann ich mir angucken. Murphy Patterson, Meteorologe. Okay, okay, hier den, oh, okay, das, ah, das Ding ist verschlossen. Dafür brauche ich also einen Code. Steht hier vielleicht Just My Luck, Base 75, bla bla. Okay, hier steht, hier ist scheinbar kein Code. Okay, gehen wir einfach mal raus. Maybe I should check for something useful before leaving. Okay, hier drin ist wohl noch irgendwas Nützliches, was ich noch, eine Karte. Vielleicht soll ich die Karte mitnehmen. Das klingt logisch. Das klingt logisch. Ich weiß nicht genau, wo wir uns jetzt hier befinden, in welchem Raum. Aber wir befinden uns... Lol. What? Wo befinden wir uns denn hier? Bin ich... Ah, ich bin in dieser komischen Lagerhalle gewesen, in dieser Storage Shed, die ganz außen ist. Das heißt, ich muss jetzt erstmal reinlaufen. What the hell? Okay. Versuchen wir das mal. Alter, das ist ja richtig nice jetzt, das Spiel. Okay, hier ist eine unsichtbare Wand. Okay, okay. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. I'm sorry. Das passiert. Ich kann es nicht ändern. Alles klar, hier kommen wir jetzt rein. Wir müssten jetzt bei Storage B und dem Hundezwinger reinkommen, oder? Lol, da liegt ein Toter. Damn it. Das ist doch schon wieder scheiße. Ne, wir sind hier bei Office, Kitchen, Radio. Das heißt, ich bin... Wo bin ich denn? Ah, ich bin da reingekommen. Ach, ich war in der Main Hut. Die ganz unten links. Storage Hut war ich gar nicht. Lol. Ich hab mich instant verlaufen, Freunde. Keine Ahnung. Okay. Kann ich so einen Heatdrink nehmen? Den, okay, ich habe einen genommen. Ich wollte einen... Na gut, egal. Egal. Hier ist nochmal eine Notiz. Plan Radio Report. Hier ist nochmal so eine Dingskarte. Das ist der James Hawkins. Der macht hier mit dem Radio, ne? Beziehungsweise ist ja eine Funkanlage, ne? Radio ist jetzt hier keine Radiostation, sondern eine Funkanlage. Und hier hat jemanden auf jeden Fall erwischt. Wir können ihm aber sein Beil abnehmen, weil das ist immer gut. So, jetzt habe ich das Beil aktiviert. Vielleicht, okay, das ist verschlossen. Küche ist auch verschlossen, ja moin. Okay, ich gucke nochmal kurz auf die Karte. Okay. Ah, guck mal, auf der Karte wird dann sogar aktualisiert, was verschlossen ist und wo ich rein kann. Das ist ja nice. Okay, vielleicht ist die Küchentür offen. Auch verschlossen. RIP. RIP. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal den Gang hier hoch. Hier haben wir noch das Badezimmer. Even in here is freezing. Okay. Wir können nicht zu lange... Also wir müssen eigentlich einfach nur ein Vehikel finden, um hier abhauen zu können. Das ist eigentlich... alles, was wir machen müssen. Darum geht es in diesem Spiel. Sich von hier zu verpissen. Ja? Ich hätte auch keinen Bock, hier zu bleiben. Ich meine, es ist wirklich, wirklich kalt. So, wir haben hier noch Room D. Hier kann ich rein. Ist das eine Patrone? Rifle Ammo. Ja, Tatsache. Okay. Hier haben wir irgendwelche Bilder. Und der Kerl war auf jeden Fall durstig, der hier drin stand. Da steht Whisky. Whisky, der nicht getrunken wurde. Das ist natürlich verdächtig. Der ist wahrscheinlich auch tot. Okay, Room A ist zu... Room E ist zu... Room B ist offen. Okay. Hier drinnen ist nochmal ein Heatdrink. Sehr gut. ID-Card. Ethan Stone, der ist Biologe. Und James, that idiot. Okay. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, diese Notizen zu lesen. Ich bilde mir jetzt einfach mal ein, dass ich die nicht lesen muss, weil ich das Spiel schon mal durchgespielt habe. Fuck the story, man. Ich will einfach nur hier raus. Juckt mich alles gar nicht. Okay, die Räume sind alle zu. What the hell?
Warte mal, dann müsste doch bestimmt hier in einem der Räume ein Key sein. So war das letztes Mal, wo ich das Spiel gespielt habe. Dann waren die zwar immer zu. Eine Pistole, ja moin. Eine volle Möhre. Lad die mal voll. 3 Schüsse haben wir da. Alles klar. Aber einen Schlüssel ist hier diesmal nicht, hä? Weil letztes Mal war wirklich dann in jedem Raum ein Schlüssel und ich konnte dann in den jeweils nächsten Raum reingehen. Aber diesmal ist das scheinbar nicht der Fall. So, hier ist ja noch offen gewesen. Hier habe ich auch nicht in den Schrank geguckt. Was ist da drin? Spicy Spice. Was ist das denn? Und hier ist das für eine Shotgun scheinbar. Hm. Und hier sind überall... Die sind alle verschlossen. Need a lockpick. Okay. Hier ist Storage. Hallo? Hier ist so ein Audiogerät. Okay, da kann ich das abspielen. Machen wir gleich. Was ist das? Irgendeine chemische Flüssigkeit. Hier ist ein Medi-Drink, also quasi ein Health-Drink. Und hier ist ansonsten a whole lot of nothing. Okay, hier kann ich noch reingucken. Storage. Ah, hier könnte ich Sachen drinnen lagern. Ja, moin. Hauptsache. Okay. Und hier haben wir jetzt... Ah, hier kann ich speichern. Weil ich habe ja jetzt hier so ein Audio-Reel. Okay. Double-Click. Jetzt kann ich speichern. Cool, das ist ja nice. Das heißt, ich brauche dieses Ding und kann dann an so einem Ding... Das ist nice. Das ist eine coole Mechanik. Okay, aber ich frage mich jetzt auch... Lol. Hier ist blockiert. Das heißt, ich kann nicht rüber. Aber ich könnte durch das Labor A gehen. Dann würde ich rüberkommen. Aber ich gucke erstmal bei Recreation. Also quasi im Aufenthaltsraum. Vielleicht ist hier noch irgendwas Wichtiges. Man weiß nicht, hier unten ist irgendwas. Moment, kann ich mich hinhocken? Ja. Hier ist nochmal ein Energy Drink gewesen. Aber ansonsten ist hier nichts. Hier ist irgend so ein Spiel, was man spielen könnte, wenn es laufen würde. Hier liegen Schachfiguren unterm Tisch. Okay. Dann gehen wir mal ins Labor A rein und gucken, ob... Das ist auch verschlossen. Okay. Muss ich vielleicht außen rum gehen? Dass ich oben bei Room C rausgehe und außen lang gehe? Ist es das vielleicht? Kann ich eigentlich auf mein... Inventar, okay, auf 2 habe ich die Heatdrinks. Das muss ich mir merken, das ist wichtig. Die Heatdrinks brauchen wir. Wenn es hier drin nämlich kalt wird, dann haben wir lieber zu viele von diesen Heatdrinks wie zu wenige, Leute. Das kann ich euch versprechen. Okay, ich kann quasi rausgehen. Dann versuche ich einfach mal außen rum zu laufen. Ich meine, ich bin ja jetzt hier oben quasi draußen. Und vielleicht kann ich ja so einen Umweg gehen, um trotzdem da hinzukommen, wo ich hin will. Sieht aber scheinbar nicht so aus. Ich glaube, ich laufe hier einfach nur ins große Nirgendwo. Oder? Ich trinke mal einen Heatdrink. Okay, ich bin jetzt wieder ganz voll. Wo bin ich denn hier jetzt? Ah, hier komme ich zum... Ah, okay. Hier bin ich jetzt beim Generator Room oder so. Kann ich den hier starten? Was ist das hier? Nochmal so ein Audio-Reel. Okay, da könnte ich... Oh, das Ding braucht Kabel. Ah, den muss ich erst reparieren, den Generator. Und dann wird es drinnen vermutlich wärmer. Okay, das heißt aber, ich kann nicht einfach durch den Schnee rübergehen... Und den anderen Eingang nutzen. So einfach ist es dann leider nicht. Das heißt, ich muss irgendwie den Weg da außen rum finden. Vielleicht kann ich ja die Barrikade mit der Axt kleinhacken, die ich habe. Das könnte vielleicht funktionieren. Aber ich weiß es nicht. Ich meine, ich kann es mal ausprobieren. Ich hole die Axt einfach mal raus. Und wir testen es. Ich meine, was soll schief gehen? Was soll schon schief gehen? Hier sind Lockers. Bla 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 bla. Cheap as padlocks. You can lockpick them. Okay, also wenn ich quasi noch irgendwie so ein, hier so ein Dietrich kriege, kann ich diese ganzen Spinte hier auf dem Gang noch aufmachen. Was natürlich auch gar nicht mal verkehrt wäre. Aber ich gucke jetzt einmal, ob wir hier durchkommen. Kann ich das vielleicht klein hacken? Nein, kann ich nicht. Okay, wir können das definitiv nicht klein hacken. Schade. Okay, Licht geht auch nicht, weil der Generator draußen ja nicht geht, logisch. Da liegt was. Ah, das sind nur Pistolenpatronen. Okay. Na gut. Ich hole die Pistole auch mal wieder raus. Ich mache die letzten 2 Kugeln auch noch rein. Weil besser... Oh, lol. Weil besser zu viele wie zu wenige haben. Okay, aber irgendwas habe ich noch übersehen, Freunde. Irgendwas fehlt noch. Hier sind Toilettenartikel und so ein Scheiß. Alles, was ich gerade nicht brauche. Oh Gott, ich friere. Ich erfriere. Ripp. Warte mal. Habe ich noch... Lol. Ich habe auch kein... Ich habe keinen Heatdrink mehr. Scheiße. Office war zu. Die Küche war ja auch zu. Ah, lol. Lol, lol, was liegt da? Hier liegt was. Das habe ich übersehen. Gunpowder. Okay, das brauche ich nicht. Ist jetzt nicht wichtig, ne?
Oh, shit. Hier kann ich noch reingucken. Hier ist Gemflut drin. Da ist nichts drin. Das kann ich nicht aufmachen. Oh Gott, Leute. Wir erfrieren. Wir erfrieren. Lab A war zu. Okay, warte. Ich habe ja noch so ein... Ich habe noch so einen Health Drink. Wo war der? Warte, den benutze ich mal. Okay, jetzt habe ich das Leben wieder voll. Jetzt habe ich das Leben wieder voll. Immerhin. Okay, hier ist ein Schlüssel für Room E. Okay, lass schnell Room E rein. Room E, Room E, Room E. Mach auf. Mach auf. Mach auf. Benutze den Schlüssel. Benutze den Schlüssel. Ja, geh rein. Heat Drink. Ein Heat Drink, bitte. Ich brauche schnell einen Heat Drink. Gib mir einen. Hier ist irgendeine scheiß Karte. Hier sind Stiefel und so ein Dreck. Hier ist Labor A-Key. Den kann ich nicht mitnehmen, weil mein Inventar voll ist. RIP. Okay. Ich schmeiße raus. Spicy Spice. Ich habe keine Ahnung, wofür das sein soll. Kann ich das rausschmeißen? Kann ich das... Ich kann es nicht rausschmeißen. Ich kann es nicht... Kann ich Gunpowder? Cancel Combo. Gunpowder mit das? Ah, ich konnte irgendwas kombinieren. Okay, keine Ahnung. Ich habe den Labor A-Key. Ich will schnell ins Labor. Ich brauche einen Heatdrink. Ganz, ganz flott. Ganz, ganz flott. Sonst gehen wir drauf. Komm on, mach auf. Mach doch auf, Alter. Kann doch nicht so schwierig sein. Okay. Labor A. Heatdrink. Heatdrink. Ich lasse jetzt alles links liegen. Ich suche jetzt erstmal nur einen Heatdrink. Aber hier scheint keiner zu sein. Oh, warte. Ich kann hier alles aufmachen. Ein Heatdrink, bitte. Schnell. Schnell. Da ist einer. Nein, ist es nicht. Rip, rip, rip. Come on. Come on. Oh Gott, wir gehen drauf. Wir gehen drauf. Wir gehen voll drauf. Volle Möhre. Ich sterbe. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Kein Heatdrink. Kein Heatdrink. Da ist einer. Nimm den Heatdrink. Nimm den Heatdrink. Nein! Nein! Das war so Wetter. Das war knapp, du. Das war jetzt aber wirklich knapp. Aber wir haben ja Gott sei Dank unseren Speicherpunkt gehabt, Freunde. Uns kann ja mal passieren, dass man ein bisschen erfriert, ne? Ich meine, ja, das sind Sachen, die passieren einfach, ne? Da kann man auch nichts machen. Das ist halt manchmal so. Guck mal, hier liegt auch noch was in der Ecke. Das kann ja nicht aufheben. Okay. So, wo habe ich jetzt eben den Schlüssel bekommen? Warte mal, hier war das Schimpflöt. Und hier war überall nichts. Hier ist Gunpowder. Und ich kann scheinbar dieses Schimpflöt mit dem Gunpowder kombinieren. Und dann kriege ich noch mehr Handgun-Munition. Für meine Pistole also. Was gar nicht mal verkehrt ist. Finde ich cool. Okay. Und im Badezimmer liegt der Schlüssel, den ich eben nicht gefunden habe. Der Room E-Key. Sehr gut. Okay. Jetzt können wir den Room E aufmachen. Ah, dass man den Schlüssel immer erst benutzen muss. Ist ein bisschen nervig, muss ich sagen. Okay, jetzt kommen wir hier rein. Haben hier Gemfluid. Und haben hier die ID-Card von Nigel Carpenter. Ja, der war hier der Chef, was auch immer. Chief Scientist. Ne? Okay, jetzt können wir in Labor A rein. Gucken wir da mal schnell. Labor A einmal bitte. Danke. Okay, und jetzt sammle ich als erstes den Heatdrink ein jetzt. Ohne Scheiß. Hier ist er. Das war eben wirklich knapp. Ich hätte es fast geschafft. Es hat wirklich nicht viel gefehlt. Okay, hier drin ist nochmal Shotgun-Munition. Hier ist ansonsten nichts. Okay, ich mach mal alles wieder zu hinter mir. Das ist ja richtig nervig. Ist ja richtig nervig. Okay, ist hier was drin? Nichts, was ich brauche. Okay, machen wir mal wieder zu. Hier ist auf jeden Fall nochmal Handgun-Munition. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist irgendwas. Schemfluid. Hier ist auch wieder nichts. Hier ist... Oh doch, da liegt was. Rifle Ammo. Okay. Mal sehen, wo wir die Rifle überhaupt finden. Hier ist nochmal so ein Ausdauerdrink, so ein Energy Drink. Den kann ich jetzt nicht mitnehmen. Kann ich irgendwas kombinieren? Combined with Schemfluid. Ah, guck mal, ich könnte diesen Spice mit dem Schemfluid kombinieren. Und dann mache ich mir automatisch einen Heatdrink. Okay, ich habe jetzt ein paar Heatdrinks gemacht. Also erfrieren sollten wir erstmal nicht mehr. Jedenfalls nicht vorzeitig. Okay, jetzt gucken wir mal. Hier drüben liegt noch irgendwie so eine Mappe. Lab Report. Okay. Und irgendwas dabei. Gut, ich trinke mal so einen Heatdrink gerade. Ich mache einmal wieder voll. It's unlocked. Okay, mach auf. Ja, moin. Ja, moin. Oh, da ist es. Alter. Alter, was ist das denn für ein Vieh? Lass mich in Ruhe. Wow. Hau ab. Stirb doch. Stirb doch. Was? Als ob es nicht stirbt. Lass mich. Ich kann nicht raus. Nope, 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 nope. Mach auf. Lass mich bitte raus. Dogkernel. Oh, die Hunde sind tot. Ja, moin. Okay. Okay, ich muss hier raus. Ich habe wirklich Besseres zu tun. Oh, hierfür brauche ich einen Code. Scheiße. Scheiße. Hierfür brauche ich einen Code. Ich habe nur noch 2 Schuss. Ich hätte vielleicht nicht alles verschießen sollen, oder? Hier ist die Tür.
Ist das Vieh mir gefolgt? Ist mir das Vieh gefolgt? Es steht da direkt, Alter. What the hell? Hier ist die Garage, da kann ich nicht rein. Hier ist die Infirmary. Okay. Kann ich das Vieh nicht irgendwie... Hier sind Kabel. Ah, nee, das sind keine Kabel. Hier ist Ashley Young. Alter, wo ist... Alter. Ekelhaftes Vieh. Hier ist nochmal Handgun-Ammo. Ich weiß auch nicht, ob man das Vieh töten kann. Nur mal so, ne? Also, ich habe einfach mal drauf geschossen und gehofft, dass irgendwas passiert. Hier ist nochmal ein Health-Drink. Aber es hat uns noch keinmal getroffen, ne? Es hat uns irgendwie... Keine Ahnung. Ob es betrunken ist, ich weiß es nicht. Vielleicht hat das Vieh den Jack Daniels gesoffen. Mann, ja, ich stelle hier nur Spekulationen auf. Ich will hier niemandem Alkoholismus unterstellen. Sowas macht man nicht. Ist echt uncool. Okay, was hast du so dabei? Was she the first victim? War sie das erste Opfer? Ich weiß es doch nicht. Oh, da steht's einfach. Alter! Alter! Alter, lass mich hier raus. Ach, das ist ja verschlossen. Ripp, ripp, ripp. Alter! Alter! Hier kann ich rein. Lol, mach zu. Mach zu. Alter. Aber Türen kann es scheinbar nicht öffnen, ne? So wie es ausschaut. Als ob es einfach direkt hinter der Tür steht. Das macht auch kein Geräusch, das Vieh. Das oh, hier ist ein Rifle. Eine Hunting Rifle. Ja, moin. Okay, ich kann... Moment, ich kann das hier kombinieren mit dem hier. Dann trinke ich noch einen Heat Drink. Und dann nehme ich mir die Hunting Rifle. Und ganz viel Rifle Ammo. So. Hier ist noch Arcade Machine Manual. Muss ich da irgendwas mitmachen? Hä? Kann ich irgendwas mit dieser Arcade Machine machen, die wir da gesehen haben? Das wäre natürlich cool. Okay, ich switch mal auf die Hunting Rifle. Ja, moin. Guten Tag. So, die macht dem Vieh hoffentlich Schaden. So, ich trinke mal... Ne, ich habe gerade erst einen Heatdrink getrunken. Okay, hier haben wir nochmal Chemicals. Die nehme ich auch nochmal mit. Okay, das Vieh wird jetzt direkt wieder hier draußen stehen. Alter, es stirbt einfach nicht. Es stirbt nicht. Guck mal, ich schieße es jetzt an. Oh. Okay, es stirbt scheinbar doch. Ja, gut. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es umbringen können, aber ich freue mich einfach mal. Yay. Okay, suchen wir mal weiter. Suchen wir mal weiter. Wir brauchen ja noch irgendwie einen Schlüssel, weil wir können ja in die ganzen Labore hier scheinbar nicht rein. Hier ist alles verschlossen. Hier ist alles verschlossen. Ist hier im Hundezwinger irgendwas? Der Hund? Poor thing, ja, der arme Hund. Hier ist irgendwas. Was ist das? Ein Lockpick. Okay. Damit kann ich die ganzen Spinde aufmachen. Alles klar. Gehen wir mal dahin. Gehen wir mal zu den ganzen Spinden. Aber ich wette, das war nicht das einzige Vieh. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Na? Ich meine, ich kann nicht hundertprozentig hier irgendwelche Aussagen tätigen. Aber ich würde einfach mal vermuten, dass das nicht das einzige Vieh war. So, ich nehme mal noch einen Heat Drink und dann nehme ich mal den Lockpick. Mach den auf. Lol, wie viel Zeug ist denn hier drin? Ey, wenn jetzt jeder verdammte Schrank so voll ist. Ach, ich kann nur einen aufmachen. Der Lockpick geht kaputt. Okay, okay. Okay, ich könnte mir noch einen Heatdrink machen. Oder einen Ausdauerdrink. Ich glaube, Heatdrink wäre am besten. Machen wir mal. Okay. Also die anderen kann ich jetzt nicht aufmachen. Ich konnte nur einen aufmachen. Scheiße. Ich dachte, ich kann jetzt alle öffnen. Okay. Aber das bedeutet, hier muss noch irgendwo ein Schlüssel liegen. In irgendeinem von diesen Gebäuden dort drüben. Oder warte, da war eben eine Anleitung für die Card-Maschine. Die ist hier drin, Recreation. Vielleicht kann ich die ja benutzen. Kann ich die... Lol, hier liegt wieder Munition. Kann ich die benutzen, die Card-Maschine? Nö. Aber hier ist irgendwas. Was ist da? Looks like I need a star-headed screwdriver. Okay, wir brauchen einen Schraubenzieher. Alright, suchen wir mal einen. Aber ich habe echt keine Ahnung, wo wir einen finden sollen. Davon mal abgesehen, ne? Also ich gucke gerade nochmal hier in die Anleitung rein von der Card-Maschine. Fuse Compartment. Ah, das ist das Fuse Compartment. Da ist eine Sicherung drin. Die wollen wir uns da rausholen für den Generator. Ja, klingt logisch, ne? Klingt logisch. Das heißt, ich muss nur irgendwie jetzt einen Schraubenzieher organisieren. Wenn ich ja irgendwo den Code herkriegen würde, wie ich da draußen in diesen komischen Lagerraum komme, wisst ihr? Da bei dem Generator. Dann wäre mir schon mal sehr geholfen. Okay, ich komme hier nirgendwo rein. Ich kann beim Dog-Kennel rausgehen. Kann ich vielleicht, warte mal, kann ich hier rausgehen und dann... Guck mal, ich kann von hier in die Garage. Ja, geil. Hi. Okay, warte, ich muss erstmal einen Heatdrink nehmen. Nimm den Heatdrink. Dankeschön.
Okay, ich sammle mal hier alles auf. Oh, noch so ein Vieh. Oh, der ist schneller wie der andere. Der ist... Ah, der ist tot. Lol, wie ist der denn gestorben? Er ist ja einfach so umgesprungen. Ich glaube, er wollte einen Rückwärtssalto machen, hat sich dabei das Genick gebrochen. Das kann passieren. Das kann... Man muss das auch wirklich üben. Ist nicht so einfach. Okay, hier ist ein Schraubenzieher. One of the screwdrivers is missing. Ey, fehlt da jetzt genau der, den ich brauche? Wollte ich doch verarschen. Okay, hier haben wir irgendeinen Electric Section Layout. Hier haben wir Gunman's Casino. ID-Card, Daniel Mills. Garage Door System. Okay, the last be designed to withstand almost any harsh condition, not even snow. Bla bla. Bla bla. Okay, ich muss also quasi den Generator starten, um aus der Garage rauszukommen. Ansonsten wird es nicht funktionieren. Okay, hier haben wir Electric Cable. Oh, das Kabel ist kaputt. Das kann ich nicht benutzen. The venue is bla bla. Okay. We have another electric cable. On top of the radio tower. Okay. Okay. Ich muss also zu irgendeinem Radio Tower. Wir haben hier einen Room A Key. Wir haben Shotgun Ammo. Wir haben die ID-Card von Henry hier. Noch mehr Shotgun Ammo. Okay, ich muss mal ein bisschen Platz machen gerade. Ich baue mir mal noch einen Health Drink. Dann nehmen wir den Room A Key mit. Und hier wurde mir jetzt gerade gesagt, dass es quasi noch so ein Kabel gibt. Aber oben auf dem Radio Tower. Keine Ahnung, wo der sein soll. Davon höre ich zum ersten Mal. Kann ich hier nicht hochklettern? Always face the ladder when climbing it. Ja, tu ich doch. Tu ich. Hä? Ah, okay, ich muss. Lol. Hä? Was ist denn das für eine Leiter, Alter? Ich komme hier nicht hoch. Ich komme hier nicht hoch. Ich kann die Leiter nicht hochklettern. WTF? Okay, mit Shift geht's. Ich muss Shift gedrückt halten. What? Okay, ist ja auch egal. Wir sind oben. Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Hier liegen noch Rifle-Munition. Sehr gut. Laden wir das Ding nochmal durch. Okay, hier ist nochmal ein Heatdrink. Sehr gut. Ah, dafür ist Inventar voll. Aber ich muss eher einen trinken. Gut, gut, gut. Okay. Jetzt haben wir den Room A-Key. Oh. Die kann ich jetzt aufmachen. Okay. Und hier hätten wir es noch. Ja gut, hier fehlt jetzt halt einer von den Schraubenschlüsseln. Der muss aber auch irgendwo sein. Der muss aber auch irgendwo sein. Irgendwo. Man weiß es nicht, aber irgendwo. Okay. Ja, wir brauchen Power in der Garage. Ganz richtig, ganz richtig. Wir müssen irgendwie den Generator zum Laufen kriegen. Und jetzt kann ich ja erstmal bei Room A rein, also ganz hier oben. Room C? Room F? Was? Room A ist da unten. Room A, hier. Hä? Bin ich blind? Okay, ab hier. Oh, hi! Hi! War der Einschuss? Zwei. Oh, ich habe vorbeigeschossen. Zack. 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 Okay. Die brauchen also 4 Schuss aus der Rifle. Aber ich denke mal, wir kriegen ja im Verlauf des Spiels auch noch eine Shotgun, so wie es aussieht. Die wird vermutlich nochmal mehr Schaden machen. Aber hier haben wir jetzt erstmal nochmal Caffeinated Spice. Hier haben wir das Electric Layout Problem. Hier haben wir einen Zettel. I center my eyes on rows 1, 3 and 5. Okay, Lockbox. 1, 3 and 5. I center my eyes on one. Hä? Okay, ich würde sagen 3 und 5. Das ist 3. Und das ist 5. Aber was ist 1? 1, Rows 1, 3 and 5. Warte mal. Der Kreis. Nein. Row 1. 1, 2, 3. 4, 5. Nein. Hä? Rows 1? I center my eyes on Rows 1, 3 and 5. Okay, wir gehen auf die Logbox. Reihe 1. Reihe 3. 1, 2, 3, 4, 5. Geh nicht auf. Was ist das für ein Rätsel, Mann? Was ist das für ein Rätsel? Ist hier noch irgendwas drin? Gunpowder wäre hier nochmal. Ich muss das Ding aber öffnen. Center my eyes on Rows 1. 3 and 5. Oder das ist 1. Das ist 3. 1, 2, 3, 4, 5. Auch nicht. Hä? I don't get it. Und ich muss auch schon wieder einen Heatdrink nehmen, Freunde. Aber ich habe keine Ahnung, was die jetzt hier von mir wollen. Das verstehe ich nicht. Wir haben hier wieder das Electric Layout Problem. All the interior sections of the base are connected to the exterior section. Okay.
Also alles hier drin ist auch mit draußen verbunden, bla bla bla. Aber ich muss safe irgendwie diese Lockbox öffnen. Irgendwie. Oder warte mal, ist es vielleicht andersrum? 4, 5? So vielleicht? Nein. I center my eyes on rows 1, 3 and 5. Tja, Freunde, ich habe wirklich keine Ahnung, wie wir das lösen sollen. Eyes right... 1, 2, 3, 5. I don't know. I really don't know. Und mal abgesehen davon haben wir auch keine Heatdrinks mehr, Freunde. Es sieht also sehr, sehr schlecht gerade aus. Ich gehe mal in den Storage Room und speichere mal eben. So. Do I want to record? Yes. Ich habe noch genug Heiltränke, also es ist nicht so schlimm. Also ich habe wirklich viele Heiltränke. Es reicht, soll auf jeden Fall reichen. Und ich würde dann jetzt auch einfach mal sagen, Freunde, wir werden das jetzt in dieser Folge nicht beenden. Scheinbar ist das Spiel sehr viel komplexer geworden, als ich dachte. Weil vorher war das Spiel mehr so, yo, spiel dir mal ein bisschen rum, ne? Und man ist relativ easy entkommen. Aber es ist scheinbar sehr viel mehr hier drin jetzt, als ich dachte. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Frostbite Deadly Climate wieder. Euter verabschiedet sich. Und während unser Typ hier langsam erfriert, machen wir uns jetzt einen schönen Abend. Einen warmen Kakao und so weiter, Leute, ne? Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Frostbite wieder. Macht's gut. Und bis dahin.